Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rimworld. In der letzten Folge ist dieses giftige Raumschiffteil mal wieder abgestürzt. Das ist jetzt das zweite. Und da werden wir uns, habe ich mir überlegt, erstmal nicht drum kümmern. So schnell wird sich die Giftwolke jetzt nicht ausbreiten und wir haben eigentlich viel wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel erstmal gucken, dass hier genug Mahlzeiten vorhanden sind. Und was macht Benico hier auf dem Boden? Du schläfst hier. Oh, ich glaube, ja, wir bräuchten mal noch ein paar Räume. Da müssen wir auf jeden Fall noch die Kolonie ein bisschen umbauen. Das machen wir vielleicht gleich mal am Anfang, ja. Reißen wir das mal hier ab, die Holzwand, und bauen so ein bisschen oben drüber. So vielleicht 25 lang. Ja, so in etwa. Da haben wir genug Platz, um noch ein paar Wohnungen hinzubauen. Vielleicht noch eins um. Machen wir noch ein bisschen oben drüber. Machen wir das vielleicht sogar. Ne, da ist ja der Sumpf. Durch den Sumpf können wir leider nicht bauen. Hier auch nicht. Okay, dann machen wir es ganz anders da. Ich glaube, hier können wir noch durchbauen. Machen wir es halt so. Gut, und ja, jetzt müssten wir auch noch die Bäume hier fällen. Damit wir auch genug Holz haben. Die Windturbine könnten wir eigentlich auch abreißen und da noch eine Anbauzone hinbauen. So. Okay, geht ja jetzt nicht. Gut, gut, gut. Croyo, hier geht's immer noch nicht gut. Schlafkrankheit mittlerweile stark, aber Immunität 87%. Könnte diese Folge reichen, dass wir, dass hier wieder auf dem Damm ist. So, was kommt hier? Jawohl, Schildkrötenfleisch. Sehr gut. Nehmen wir gleich mal mit, können wir noch kochen. Und Tigris, du bekommst mal wieder dein Energiegewehr. Ja gut, wir hatten noch in der letzten Folge hier so einen kleinen Angriff. Da ist noch ein Scharfschützengewehr. Das könnte auch irgendjemand mal nehmen. Vielleicht Bill. So, und die Fallen, die müssen wir auch mal reaktivieren. Auch nicht abreißen. So. Und natürlich auch mal diese ganzen Brocken hier vielleicht weg. Gut. Und wenn wir das hier alles abgerissen haben, dann machen wir auch die Anbauzone ein bisschen größer, damit wir mehr Kartoffeln haben, weil das wird gar nichts. Keine Nahrungsmittel. Das sieht schlecht aus. Nahrung, ja, die geht zur Neige. Oh, Grimm, den könnten wir versuchen anzuwerben. Ja, Fledermaus, wie sieht's bei dir aus? Nee, freundliche Gespräche, Verea. Ja, freundliche Gespräche, Redfields auch, freundliche Gespräche. Sayo. Freundliche Gespräche mal und Hi. Oh, Hi könnten wir vielleicht wirklich anwerben. Müssen wir mal gucken. So, Bill, was bist du? Hungrig, müde? Hast rohe Nahrung gegessen? Hässliche Umgebung? Ein reiniger Hammer, ja, Benico. Ja, Benico schläft halt. Sie schläft halt auf dem Boden gerade. Ist nicht so ideal. Oh, hier sind noch 5 Überlebensrationen, die könnten wir auch mal mitnehmen. Und ja, das Überlebensgewehr könnten wir mitnehmen, Energiegewehr. Ja, eigentlich alles, was hier so rumliegt. Oh, der Helm ist auch nicht schlecht, den könnten wir auch noch mitnehmen. So, Benico, zieh mal vielleicht kurz die verrottete Leiche aus. Dann nimmst du die... Na, du nimmst erstmal den Helm mit, den ziehst du an. Und die Überlebensration, die schleppst du mal nach oben. Gut. Hier liegt auch noch eine Weste. Die könnte... Val, wie sieht's bei dir aus? Ja, du kannst mal die Weste noch anziehen. So, und dann vergrößern wir mal noch die Anbauzone. Machen wir sie mal so groß. So. Das sollte erstmal reichen. Und dann können wir mal gleich noch die anderen Sachen oder die Kartoffeln, die schon erntbar sind, ernten. Das sind nicht allzu viele. Aber sollte für den Anfang reichen, ja. Und diese Brocken müssen wir natürlich auch noch irgendwie wegtragen. So, oh, elektrischer Schmelzofen ist fertig. Dann werden wir als nächstes die Feuerbestattung erforschen und danach werden wir uns um die Raumschiffe kümmern. Und Val hat Ludmilla. Sehr gut. Hallo, Ludmilla.
Upp, komm mal her. Was hast du denn alles? Nichts. Du hast nichts an. Können wir dir was anziehen? Haben wir noch was Gutes? Die Hose ist nicht gut. Die sind alle nicht gut, die Sachen. Aber wir geben dir mal das Energiegewehr. Haben wir echt nichts mehr Gutes? Die Stoffmütze ist schlecht. Ja, dann werden wir noch ein paar Hosen oder zwei Hosen, zwei T-Shirts herstellen. Noch einen Cowboy-Hut. Was braucht es denn noch? Hose, T-Shirt reicht erstmal. Und ich glaube, hier unten lag auch noch was rum. Die Jacke ist schlecht. Die könntest du anziehen, Ludmilla. Und haben wir hier noch eine Hose? Ja, die ist noch gut. Und das könntest du eigentlich auch anziehen. Ja. Ah, du bist jetzt ein Jäger gerade. Wollen wir dich als Jäger haben, Ludmilla? Was kannst du denn besonders gut? Tiere. Kochen kannst du ein bisschen, da wirst du auf jeden Fall mal noch ein Koch. Tierpfleger können wir machen. Koch als erstes. Jäger machen wir mal als drittes. Von mir aus Landwirt als viertes. Bauarbeit als viertes. Weil machen wir Landwirt als drittes auch. Bergarbeit als viertes. Schmied. Schmied, Schneider vielleicht sogar höher. Ja, machen wir das noch als zweites. Tierpfleger als drittes, Jäger als viertes. Und Landwirt auch als drittes. Und Träger und Reiniger als viertes. So. Ja, dann sollten wir vielleicht auch diese Lagerzone noch ein bisschen vergrößern. Oder wir verkaufen jetzt einiges an den Großhändler. Wo ist denn unser Delbier? Geh mal zum Großhändler, verkauf dem mal ein paar schöne Sachen. So, was verkaufen wir denn? Das Holz? Ja, verkaufen wir das Holz. Das können wir eh nochmal nachschlagen. Also Holz wächst ja nach. Alpaka-Leder. Die ganzen Sachen hier, die können wir auch verkaufen. Stoff verkaufen wir auch noch. Die Alpaka-Wolle. Wobei, den Stoff verkaufen wir erstmal nicht. Nee, wir machen mit dem Stoff gar nichts. Wir wollen ja noch die anderen Wohnungen, die wir jetzt gleich bauen, mit Stoff verlegen. Alpaka-Wolle können wir noch verkaufen. Brauchen aber ein bisschen was für die Hosen. Und die T-Shirts, also verkaufen wir nicht alles. So, was können wir noch? Die Tiere verkaufen wir mal nicht. Ja, so in etwa. Wir könnten noch Reis kaufen, aber ich glaube, das passt auch so schon. Können wir hier noch ein bisschen was ernten? Ja, wir können auf jeden Fall was ernten, das ist gut. Ja, Cleo hat Hunger. Und ein Kolonist, weil es untätig, ja, ich glaube, der ist ein bisschen, er kocht auch oft. Was könnten wir ihm denn noch auftragen? Forschen bestimmt nicht, nee. Jäger eigentlich auch nicht. Könnte noch Schalter betätigen, aber na gut. Brauchen auf jeden Fall die... Ja, Cleo, endlich erntet jemand die Kartoffeln. Aber Cleo ist nicht so schnell, habe ich das Gefühl. Schildkröte ist ein bisschen schneller. Gut. Ernten wir mal noch. Wir ernten einfach mal alles. So, Schildkröte, trag mal die Kartoffeln rein. Okay, da können wir einige Mahlzeiten draus kochen. Und ein Navy Scientist ist da. Sky, hello. Eigentlich könnten wir das Raumschiff auch anschießen, dann würden die Besucher oder wer auch immer, die Angreifer kommen, die würden dann abgeschossen werden, aber na, lassen wir es erstmal noch. So, wie sieht's aus? Miller ist auch fleißig am Kochen. Grimm, schlechte Stimmung, sehr hungrig, Fledermaus auch nicht so gut. Redfields hat wahrscheinlich noch die beste. Hai hat gute Stimmung, sehr gut. Versuchen wir da Anwerbungsversuch. Und Sayo können wir auch mal nochmal versuchen anzuwerben. Ansonsten, ja, von den Kartoffeln her geht's jetzt anscheinend. Gut. Cowboy-Hut ist auch fertig. Oh, es ist alles fertig.
Ludmilla, hast du dir schon was angezogen? Ja, du hast dir schon alles angezogen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Wohnungen. Die bauen wir jetzt als nächstes. Bauen wir die denn am besten? Vielleicht hier oben irgendwie? Ja, machen wir die hier oben mal hin. So. Dann ein Schlafplatz. Stehlampe. Oh, das war natürlich eins daneben sogar. Hier kommt der Schlafplatz hin, hier die Stehlampe. Die Holzwand noch abbrechen. Ja gut, daneben passt dann, glaube ich, 1, 2, 3. Oh, es passt sogar noch. Da könnten wir sogar noch eine dritte Wohnung hinbauen. So, Schlafplatz, Schlafplatz. Stehlampe, Stehlampe, Blumentopf brauchen wir natürlich noch und den Teppich. Machen wir mal roten Teppich dahin. Und, oh ja, genau, wir müssen auf jeden Fall noch was abbrechen. Dieses da, dieses und das müssen wir abreißen. Da kommen auf jeden Fall noch die Kühlungen rein. Und Feuerbestattung ist auch fertig. Dann könnten wir als nächstes. Ja, machen wir mal vielleicht. Ja, die Grundlagen vom Raumschiff können wir jetzt erstmal erforschen. So, die Kühlung. Brauchen wir natürlich noch ein Stromkabel. Das verlegen wir hier oben durch. So. Und einmal, glaube ich, so ist ganz gut. So, jetzt noch die Blumentöpfe, bevor ich die vergesse. Zack, zack und zack. Ja, und dann bauen wir gleich auf der unten drunter auch noch ein paar Wohnungen. So. Da können wir nicht so viele bauen. Da machen wir die Anbauzone, machen wir noch mal ein bisschen größer. Oh, das war eins zu groß. So, jetzt müsste es aber alles stimmen. Noch eine Stehlampe. Ah, die hatten wir schon. Dann den Teppich noch. Hier noch an der Eingangstür. Und ja, noch die Holzblumentöpfe. Und dann war's das. Dann haben wir genug Wohnung und ja, natürlich noch die Kühlung. Und den natürlich auch nochmal mit Strom versorgen. Dass wir das einmal hier runtergehen, das Stromkabel, und einmal hier rüber. Und ja, dann vergrößern wir nochmal die Anbauzone ein klein wenig. So. Okay, das sollte jetzt eigentlich alles hinhauen. Weil, kannst du die Kartoffeln mal reintragen? Nee. Bill vielleicht? Ja, Bill ist ein Träger. Und oh, es brennt. Aber es regnet ja zum Glück, also halb so schlimm. So, irgendeiner mal die Kartoffeln reintragen. John, mach du das mal vielleicht. Sehr gut. Und noch die anderen. Ach, die werden schon verwendet. Gut, dann haben wir auch genug zu essen. Betten sind da. Stromkabel muss noch verlegt werden. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Stahl abbauen. Hier drüben liegt noch. Hier können wir natürlich noch eine Menge Stahl abbauen. Hier können wir noch Stahl abbauen. Bill hat schlechte Laune. Was hast du denn? Bist müde, leichte Schmerzen. Naja, okay. So, nochmal bei den Gefangenen. Die sehen ganz gut aus mittlerweile. Grimm können wir anwärmen. Redfields auch mal versuchen. Verea. Ah. Könnte klappen. Fledermaus. Oh, Fledermaus. Ja. Bei Hai sieht es, glaube ich, auch gut aus. Ja. Und Sayo hat auch gute Stimmung. Ja. Gut.
Vielleicht wird es ja noch, dass wir noch ein paar rekrutieren können. 3% Chance, 0% bei Verea. Gut, dann machen wir da nochmal ein paar freundliche Gespräche. Ansonsten sieht es, glaube ich, ganz gut aus. 11 Mahlzeiten haben wir noch, die Kartoffeln wachsen. So, Stoff haben wir auch noch genug. Und die Wohnungen werden fertig gebaut. Das ist alles gut so. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen Holz hacken. Vielleicht hier oben drüber könnten wir auch noch ein bisschen Holz hacken. Da liegt auch noch ein bisschen was rum. Also eigentlich haben wir noch genug Holz. Und unseren Tieren geht es, glaube ich, auch ganz gut. Oh, unsere Alpakas sind schwanger. Das ist auch sehr gut. Da kriegen wir Nachwuchs. Und wie sieht's aus mit dem Training? Jawohl, ich glaube, alle Hunde sind voll ausgebildet. Da könnten wir dann mal gucken, dass vielleicht der Rest auch noch zu Val geht. Val ist der Meister der Tiere. Und oh, Menschenjägerrudel, das gibt eine Menge Fleisch. Alter! Geil. Elefanten. Okay. Wie kriegen wir die bewusstlos? Oh shit. Oh shit. Hier ist keine Tür. Tigress. Schnell die Tür bauen. Wo holst du denn jetzt das Holz? Oh Gott, sau weit entfernt. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Tigress ist zu langsam. Nee, das schafft Tigress, glaube ich, nicht mehr. Nee, das schafft sie nicht mehr. Okay, okay, wie machen wir das jetzt? Moment. Die Elefanten... Oh, das wäre richtig cool, wenn wir die bekommen könnten. Okay, ich habe eine Idee. Alle Kolonisten... Ich glaube, wir haben alle. Kommen jetzt mal runter. Und wir schalten die Geschütze an. Tigress, kannst du das mal erledigen? Nein. Schildkröte kann das, glaube ich, machen, ja. Oh, das wird richtig cool. So, ich denke mal, die Elefanten, die halten schon einiges aus. Nur bewusstlos schießen. Boah, der hält ja richtig viel aus. Ah, Mist, der erste ist tot. Noch einer tot, Mist. Kommt schon. Die letzten zwei können wir vielleicht bewusstlos schießen. Weiblich und... Weiblich natürlich. Beide weiblich. Oh, da haben wir noch einen. Nein, der ist auch tot. Shit. Och Mann, das wäre richtig cool gewesen, die Elefanten zu fangen. Ja, schade. Echt, echt schade. Wenn wir die bekommen hätten, wäre richtig cool gewesen. Naja, jetzt haben wir wenigstens eine Menge Fleisch. Gibt denn so einen Elefant? Vielleicht können wir den gleich mal schlachten. Oh ja, Paramedic macht das. Dann gucken wir gerade noch, was der Elefant an Fleisch gibt. Das wäre echt cool gewesen, wenn wir so zwei, drei von denen gefangen genommen hätten. Die können nämlich auch was tragen. Und die sind auch richtig stark. So, da bin ich mal gespannt, wie viel Fleisch da jetzt rauskommt. Alter Schwede. Das ist ja Wahnsinn. Das ist 300. 301. Mega stark. Und viel Elefantenleder ist auch noch drin.
Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ist ja mega viel Fleisch in dem Elefanten drin. Leider haben wir sie nicht bewusstlos geschossen, was richtig cool gewesen wäre, wenn wir uns eine kleine Elefantenarmee aufbauen oder aufgebaut hätten. Aber naja, man kann nicht alles haben. Egal. In der nächsten Folge werden wir uns dann vielleicht mal um das giftige Raumschiffteil kümmern, aber das seht ihr dann alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!